herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Im Moment fegt ein Orkan über Deutschland und an Fliegen ist nicht zu denken, zumindest nicht mit dem Multikopter. Man kann höchstens selber fliegen gehen, wenn man nicht aufpasst. Da habe ich mir überlegt, was könnten wir ansonsten machen, und da fiel mir ein, dass wie ich euch eigentlich ja noch einen Film schulde. Und zwar hatte ich mal einen Film gemacht über eine Einführung in das Copterforum und dort auch einen weiteren Film versprochen, wo ich nochmal ein bisschen ausführlicher die ein oder anderen Sachen erkläre. Und genau das möchte ich jetzt heute nachholen und deswegen zeige ich euch jetzt insgesamt 10 tolle Tipps und Tricks rund um das Copterforum, wie ihr es noch besser nutzen könnt. Tipp Nummer 1 für euch ist das Benutzerbild. Ihr seht hier, gibt es einige Nutzer, die haben so ein eigenes Bildchen. Und wenn ihr euch neu angemeldet habt, dann sieht das in der Regel bei euch so aus. Wenn ihr ein eigenes Bild haben wollt, dann geht ihr dazu in das Menü hier ganz oben mit eurem Namen TestUser007 einmal draufklicken und dann hier auf den Punkt Meine Einstellungen. Und wenn ihr die dann aufgerufen habt, dann habt ihr hier den Punkt Profileinstellungen schon aktiviert und dort ist der oberste Punkt das Foto. Da klickt ihr einfach einmal drauf. Und dann kommt ihr hier in so ein Auswahlfenster und da ist es das Einfachste natürlich, ein Foto von euch hochzuladen. Dazu klickt ihr hier einmal auf Datei auswählen. Dann öffnet sich ein eigenes Fenster und hier könnt ihr dann ein Foto von eurer Festplatte auswählen. Ich nehme mal das hier, einfach auf Öffnen klicken. Dann wird das hochgeladen. Ihr könnt dann noch, wenn ihr wollt, den Bildausschnitt so ein bisschen anpassen. Könnt ihr ihn hier verschieben. Ich lasse das jetzt erstmal so, das reicht mir. Und dann klicke ich hier auf Fertig. Und wenn ich dann etwas schreibe, dann habe ich jetzt hier dieses Foto, was ich hochgeladen habe. Das wird dann angezeigt. Wenn ihr das selber überprüfen wollt, schon vorab einmal hier draufklicken. Und ihr seht schon, dass das übernommen wurde. Hier oben ist das jetzt zu sehen. Und auch wenn ihr auf Mein Profil klickt, dann ist das hier in eurem Profil jetzt zu erkennen. Tipp Nummer 2 für euch ist die Signatur. Wenn man etwas geschrieben hat, dann möchte man vielleicht am Ende so eine kleine Grußformel haben. Die kann man entweder selber tippen, das ist dann allerdings relativ mühselig, oder man kann sie, wie zum Beispiel dieser Nutzer hier oder dieser, automatisch anhängen lassen. Und wie das geht, das ist relativ einfach. Dazu einfach wieder hier auf den Namen, einmal oben auf Meine Einstellungen klicken und dann hier auf der linken Seite auf Signatur klicken. Dann bekommt ihr hier so eine Eingabemaske und dort könnt ihr dann eine kleine Signatur tippen. So eine kleine Grußformel einfach. Ihr könnt die auch noch farbig gestalten oder eben fett drucken, wenn ihr das wollt. Das ist ja alles kein Problem. Und dann einfach speichern. Und schon wird die dann angehangen. Hier seht ihr eine Vorschau dann, wie das später dann unter euren Beiträgen aussieht. Der nächste Tipp betrifft die sogenannten Benachrichtigungen. Eine Sache, die oft übersehen und auch unterschätzt wird. Ihr findet die Benachrichtigung hier oben zwischen eurem Nachrichtendienst und dem Namensmenü. Da ist hier so ein kleines Symbol mit so einem Männchen. Und da habt ihr ab und zu auch mal so rote Zahlen, ähnlich wie hier. Die zeigen euch ungelesene Benachrichtigungen an. Bei mir gibt es sie jetzt nicht, weil ich die natürlich regelmäßig verfolge. Aber wenn man mal hier draufklickt, dann sieht man, was alles so passiert ist. Und das sind alles nur Dinge, die mich persönlich auch betreffen. Hier unten haben wir zum Beispiel einen Beitrag von The Mark. Gestern um 15.19 Uhr. Da zitierte er einen von mir erstellten Beitrag. Da kann ich also ganz genau nachvollziehen, was da passiert ist. Ich kann mir zum einen hier über dieses The Mark, dann diesen Link, den Nutzer anschauen. Ich kann, wenn ich auf Zitierte klicke, genau zu diesem Zitat kommen. Oder aber ich kann mir auch nochmal den von mir erstellten Beitrag genau anschauen, wenn ich auf von dir erstellten Beitrag klicke. Und genauso ist das hier auch bei anderen Sachen. Hier oben zum Beispiel gefällt jemand einen Beitrag, den ich erstellt habe, in einem Thema. Und auch hier können wir uns den Nutzer anschauen, den von mir erstellten Beitrag oder auch das Thema. Und ja, um das jetzt so ein bisschen zu konfigurieren, kann man einfach hier oben auf Optionen klicken oder aber man geht über das Menü hier Einstellungen und dann auf den Punkt Benachrichtigungseinstellungen. Und hier habt ihr eben zwei Spalten zu allen möglichen Sachen, die ihr hier konfigurieren könnt. Und ihr könnt auswählen, ob ihr da entweder eine Benachrichtigung haben wollt
oder eine E-Mail. Und da kann man jetzt hier sehr fein einstellen, was wann passieren soll. Also wenn zum Beispiel jemand einen meiner Beiträge zitiert, dann bekomme ich hier automatisch eine Benachrichtigung. Genauso, wenn jemand meinen Beitrag gefällt und so weiter. Und hier kann ich genau auswählen, bei welchen Aktionen dann eben was passieren soll. In den einzelnen Bereichen des Forums kann ich das ganz genau einstellen. Einfach dann abspeichern und dann werde ich regelmäßig benachrichtigt. Der nächste Tipp, der zeigt euch eine Funktion, die ebenfalls sehr leicht übersehen wird. Und zwar hier oben rechts der Punkt Zeige neue Inhalte. Meistens guckt man ja nur so hier auf die linke Seite, scrollt dann runter, geht in irgendwelche Foren rein und schwuppdiwupp hat man diese Funktion hier übersehen. Dabei ist sie sehr, sehr mächtig und kann euch einiges bieten. Einfach mal anklicken, Zeige neue Inhalte und dann seht ihr hier, was sich hier so alles tut. Im Forum zum Beispiel. Ihr könnt hier zunächst einmal auf der linken Seite nach den Bereichen auswählen, das heißt genau konfigurieren, welche neuen Inhalte denn angezeigt werden sollen. Wir wählen jetzt hier erstmal nur das Forum und schauen uns an, was so im Forum passiert ist. Und dann können wir uns anschauen, Inhalte, die ich noch nicht gelesen habe oder neue seit dem letzten Besuch oder was sich hier im Forum in den letzten 24 Stunden so getan hat. Das reicht euch noch nicht, könnt ihr noch weiter konfigurieren, zum Beispiel indem ihr euch nur das anzeigen lasst, an dem ihr selber beteiligt war. Das geht hierüber, Inhalte, an denen ich beteiligt war. Also da, wo ihr auch was geschrieben habt in diesen Themen, einfach anklicken und schon wird hier gefiltert. Das reicht euch immer noch nicht, dann könnt ihr noch weiter hingehen und sagen, okay, ich möchte mir anzeigen lassen, alle in einem speziellen Forum, zum Beispiel im Inspire-Forum, auswählen, speichern und schwuppdiwupp seht ihr hier genauestens, was sich in den letzten 24 Stunden getan hat an Themen, an Inhalten, wo ihr erstens dran beteiligt wart und zweitens, die auch noch in einem speziellen Forum dann entsprechend vorhanden sind. Könnt ihr natürlich alles hier wieder löschen. So, hier seht ihr jetzt nur die Sachen, die im Inspire-Forum passiert sind. Oder aber ihr könnt euch auch zum Beispiel mal die neuen Mitglieder anzeigen lassen. Die neuen Mitglieder in den letzten 24 Stunden. Ihr seht, das sind eine ganze Menge, die sich hier allein in diesem Zeitraum angemeldet haben. Der nächste Tipp betrifft die Multimedia-Inhalte. Wir sind dazu mal in ein geheimes Testforum der Moderatoren gegangen und werden hier einfach mal ganz mutig ein neues Thema erstellen. Und da geben wir einfach mal einen Titel jetzt ein und auch so ein bisschen Blablabla Text. Aber das, was ich euch eigentlich zeigen will, das ist eine ganz unscheinbare Geschichte, die leicht übersehen wird. Hier gibt es ja jede Menge Funktionen in diesem Editor und die meisten, die werdet ihr sicherlich auch schon mal benutzt haben. Etwas, was die wenigsten benutzen, ist das hier, meine Multimedia-Inhalte. Dabei ist diese Bibliothek hier extrem mächtig. Wenn man da nämlich mal draufklickt, dann öffnet sich ein neues Fenster und hier gibt es jede Menge Sachen zu entdecken. Zum Beispiel, ihr habt vor einem Monat mal irgendwo an einen Beitrag etwas angehangen und wollt das jetzt nochmal anhängen, kein Problem, klickt ihr einfach hier drauf. Hier seht ihr nochmal alle eure Dateianhänge, die ihr irgendwann mal irgendwo angehangen habt. Könnt ihr hier einfach auswählen und sagen, hey prima, genau das Bild hier, das möchte ich nochmal zeigen und fertig und schon wird das hier angezeigt. Ich mache mal einfach eine Beitragsvorschau, dann seht ihr das, plupp, da haben wir jetzt dieses Bild eingefügt. Aber es geht noch mehr. Ich rufe das Ganze nochmal auf. Da haben wir zum Beispiel Galeriealben. Wenn ihr die Bildergalerie nutzt, könnt ihr hier gesamte Alben integrieren. Zum Beispiel einfach mal hier ein paar Bilder vom Unique Q500. Einfach hinzugefügt, fertig. Ich klicke wieder auf Beitragsvorschau. Und dann seht ihr, haben wir hier unten so ein Album-Link und sobald ich da drauf klicke, da öffnet sich dann hier entsprechend der Bereich im Galeriebereich des Forums und ihr seid genau in diesem Album drin. Aber es geht noch mehr, das war noch längst nicht alles. Ihr könnt zum Beispiel auch hier einzelne Bilder aus euren Galerien rauspicken. Ihr könnt hingehen und hier Kleinanzeigen drüber verlinken oder ein Tutorial, was ihr mal geschrieben habt. Einfach hier anklicken, wunderbar, fertig. Und schon ist das hier drin. Auch hier wieder eine Beitragsvorschau. Dann seht ihr hier einen kleinen Link.
darauf klicken, wunderbar, und ihr seid genau in diesem Tutorial. Ihr seht also eine extrem mächtige Funktion und ihr solltet sie euch auf jeden Fall genauer anschauen. Mein nächster Tipp ist ein kleiner, aber feiner Tipp, mit dem ihr vor allen Dingen anderen Nutzern helfen könnt, und zwar die Unbeantwortet-Funktion. Auch die findet ihr hier oben rechts neben dem Zeige neue Inhalte, was wir ja schon hatten. Dort wird euch hier auch eine rote Zahl angezeigt. Das sind die unbeantworteten Anfragen anderer Nutzer. Einfach mal anklicken, dann bekommt ihr hier eine Übersicht über Themen, die erstellt wurden in den letzten, ich glaube, 2 oder 3 Wochen und auf die es noch keine Antwort gibt. Also hier auf jeden Fall einfach mal reinschauen und schauen, was ihr davon beantworten könnt, denn dann helft ihr anderen und die werden es euch danken, indem sie dann auch irgendwann mal vielleicht eure Fragen beantworten. Der nächste Tipp, der zeigt euch, wie ihr am besten in ein Thema reinspringt. Dazu gibt es nämlich auch mehrere Möglichkeiten. Wir sind hier einmal in einem solchen Forum drin und hier gibt es ja viele Themen, die euch interessieren könnten. Wie schaut ihr euch diese Themen nun an? Nun, die einfachste Möglichkeit, einfach auf den Namen des Themas klicken. Dann gelangt ihr automatisch zum ersten Beitrag in diesem Thema. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten und zwar zum Beispiel hier vorne die Sterne oder die Kreise. Die unterscheiden sich darin, dass die Kreise Themen anzeigen, in denen ihr selber noch nichts geschrieben habt, und die Sterne, die zeigen euch Themen an, in denen ihr auch schon was geschrieben habt. Jedes Mal, wenn ihr darauf klickt, dann kommt ihr zum ersten ungelesenen Beitrag. Auch das mache ich mal. Einfach mal anklicken. Und dann seht ihr, wir springen hier mitten rein in das Thema. Wir sind hier auf Seite 28 von 29. Da habe ich also aufgehört zu lesen. Und da kann ich dann über diese Funktion, über den Stern bzw. den Kreis, genau zu dem ersten ungelesenen springen. Aber es geht noch mehr. Wenn wir über das Thema mal so ein bisschen mit der Maus drüber gehen, dann seht ihr hier noch so einen Pfeil nach unten. Wenn wir den anklicken, dann öffnet sich hier nochmal ein Dropdown-Menü und hier sehen wir alles Mögliche. Wir haben hier den ersten Beitrag vor uns mit auch einem angeteaserten Text. Hier ist jetzt nicht viel Text drin, weil es um Videos geht. Aber der erste ungelesene, da seht ihr hier auch schon so ein bisschen Text. Wir können da also schon mal so ein bisschen eine Vorstellung von bekommen, worum geht es überhaupt. Und wir sehen, ist das Thema noch on topic oder wird da schon wieder über was ganz anderes diskutiert? Denn hier haben wir auch den letzten Beitrag vor uns. Und wir können einfach jetzt mit der Maus auf diese einzelnen Links hier gehen und dann genau zu diesen einzelnen Themen hinspringen. Wir sehen hier auch eine Übersicht nochmal. 14 neue Beiträge gibt es, die ich jetzt noch nicht gelesen habe. Sehr wahrscheinlich auf der Seite 29. Die kann ich mir jetzt hier anzeigen lassen oder aber das ganze Thema direkt als solches als gelesen markieren. Apropos als gelesen markieren, und damit komme ich auch schon zum nächsten Tipp. Es besteht natürlich nicht nur die Möglichkeit, hier ein einzelnes Thema als gelesen zu markieren. Das wird euch dann hier so etwas schwach angezeigt, wohingegen die noch ungelesenen Themen fettgedruckt angezeigt werden, sondern ihr könnt natürlich auch ein gesamtes Forum hier als gelesen markieren. Dazu gibt es hier in der Forenansicht diesen Punkt, dieses Forum als gelesen markieren. Einfach mal anklicken, schwupp, schon ist das so für euch gespeichert, dass ihr diese Themen alle gelesen habt, und oder wenn sie euch eben nicht mehr interessieren, dann werden sie euch hier auch nicht mehr als ungelesen angezeigt. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Dazu gehe ich nochmal hier in die Forenübersicht. Und wenn wir uns jetzt hier mal das Forum anschauen, das Unique Forum, das ich ja gerade als ungelesen markiert habe, dann seht ihr, dass hier vorne das Icon vor diesem Forumnamen so grau ist. Und auch das ist hier ein Umschalter zwischen gelesen und ungelesen. Wenn mich jetzt die Blade-Foren nicht interessieren, dann kann ich hier einfach mit der Maus drüber gehen, über das bunte, farbige Icon. Und da seht ihr schon, markiere Forum als gelesen. Einfach anklicken, plupp, und schon wird das gesamte Blade-Forum mit den beiden Unterforen hier als gelesen markiert. Reicht euch immer noch nicht aus? Kein Problem. Scrollen wir hier mal ganz nach unten und da gibt es hier diesen Punkt ganz unten in der Leiste, Inhalte als gelesen markieren. Hier könnt ihr bestimmte Bereiche des Forums komplett als gelesen markieren. Also zum Beispiel das gesamte Forum als gelesen markieren. Und am nächsten Tag, dann seht ihr dann, was sich da neu getan hat. So könnt ihr das wunderbar immer mitverfolgen, was an neuen Inhalten entstanden ist.
Mein nächster Tipp ist vor allen Dingen dann interessant, wenn ihr etwas Interessantes im Forum gefunden habt, etwa hier diesen Beitrag über die Standardwerte des DJI Phantom. Wenn ihr euch diesen Beitrag ausdrucken wollt, dann geht das relativ einfach. Einfach hier in der Zeile, wo der Name des Themenerstellers oder Beitragerstellers steht, ganz auf die rechte Seite rüber, da ist so ein kleiner Zeichen und auf dieses kleiner Zeichen, da klickt ihr einmal drauf und dann kommt ihr hier in diesen Beitrag Nummer 1 teilen. Hier könnt ihr den zum Beispiel auf Twitter oder Google Plus oder Facebook liken und teilen. Ihr könnt diesen Beitrag oder einen Link zu diesem Beitrag auch per E-Mail verschicken. Ihr könnt ihn hier drüber aber auch ausdrucken über dieses kleine Druckersymbol. Und wenn ihr da mal draufklickt, dann bekommt ihr hier automatisch eine druckerfreundliche Version ohne den ganzen Schnickschnack, der hier sonst noch so ist, ohne Grafiken vom Forum. Also könnt ihr euch das hier prima ausdrucken. Wichtig ist, es wird immer die aktuelle Seite komplett ausgedruckt. Also ihr habt auch die ersten Antworten auf diesen Beitrag hier immer mit dabei. Mein letzter Tipp für euch ist die Schnellauswahl. Ihr seid gerade in einer Kleinanzeige und wollt jetzt von dort aus woanders hin gelangen, zum Beispiel in das Forum für den DJI Phantom 2 Vision Plus. Das könnt ihr natürlich machen, indem ihr auf Forum geht und dann wartet, bis die Seite geladen ist. Dann hier runter scrollen auf DJI Phantom 2 Vision. Da seid ihr richtig und dann seid ihr in dem Forum drin. Es geht aber auch einfacher. Und dazu gehen wir nochmal schnell zurück. Und zwar gibt es hier oben rechts diesen kleinen Zeiger, diesen kleinen Pfeil nach unten. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr in die Schnellauswahl rein. Ein Klick auf Forum und alle Foren sind hier für euch offen und ihr könnt direkt in das richtige Forum hineinspringen. Hier zum Beispiel das direkt auswählen. Zack. Und wenn ihr dann da drin seid und es euch dort nicht gefällt, ihr weiter wollt, einfach schnell wieder öffnen und in ein anderes Forum reinspringen. Alles kein Problem. Oder aber ihr könnt hier direkt in eine Galerie von euch springen, in eines eurer Alben. Hey, ich möchte in das Phantom 2 Fotos Album rein. Plupp. Und schon bin ich da drin. Ihr seht, hier drüber könnt ihr sehr, sehr schnell und einfach im gesamten Forum manövrieren und navigieren und kommt so schnell und sicher an die richtige Stelle. Ja, das war mein Film über insgesamt 10 Tipps und Tricks rund um das Copter-Forum. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war für euch dabei. Wenn euch mein Film gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unter dem Film, über eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter und abonniert mich, wenn ihr hier auch über weitere Filme informiert werden wollt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt rund um das Thema Multicopter und Drohnen, dann wisst ihr jetzt, wie ihr die stellen könnt, und zwar im Copterforum unter www.copterforum.de.